Wie wird eigentlich ein Krapfen gemacht? Dieser Frage gehen wir auf den Grund, und zwar in der Krapfenfabrik der Bäckerei Traublinger in Heimstetten bei München. Konditormeister Konrad Bauer füllt rund 2500 Krapfen am Tag mit Vanille, Schokolade oder Marmelade. Die Krapfen werden auf sogenannte Fülltüllen gesteckt und dann wird per Knopfdruck die Füllung reingespritzt. Und das habe ich gleich mal selber ausprobiert. Eigentlich gar nicht so schwer. Und jetzt fehlt nur noch die Glasur. Der Fondant darf nicht zu heiß sein, der darf nicht zu kalt sein, muss die richtige Temperatur halt haben, weil sonst stirbt er ab, wenn er zu heiß ist, und wenn er zu kalt ist, dann läuft er runter und bildet Nasen auf der Seite. Diese Nougat-Glasur ist perfekt temperiert, der Vanillekrapfen wird kurz eingetaucht und die Glasur dann glatt gestrichen. Die klassischen Marmeladekrapfen bekommen keine Glasur, dafür wird ihnen aber richtig viel Puderzucker aufs Haupt gestreut. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, und zwar, wie schaffe ich es denn, einen Krapfen zu essen, ohne dass rechts und links immer die Füllung rauskommt? Ich krieg's nie hin. Ja, das Einfachste ist, man schaut, wo das Loch ist, wo das Einfüllloch ist, ja. Und da fängt man so essen an, weil da auf der anderen Seite kann nichts rauslaufen. Ja. Guter Trick, ja. Weil da kann so gut wie nichts passieren. Ja, okay, dann machen Sie es doch mal vor. Das will ich jetzt schon sehen. Sehr gut, tatsächlich kommt nichts raus. Aber da ist jetzt auch nicht so viel Füllung drin, da geht's ja noch. Füllung ist da genügend drin, wenn man hier schaut, wenn man das alles aufmacht, ist genügend Füllung drin. Aber Sie haben es einfach gut gemacht. Ja, genau, eben, dass nichts rausläuft. Sie wollten es ja sehen, dass es nicht rausläuft. Okay, dann probiere ich das jetzt auch mal, und ich bin mir sicher, ich kriege das jetzt auch gut hin. Also, wo ist das Loch? Ja. Hier und... Aber ich habe alles um und rum jetzt. Sehr gut, super.